Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg ist zu seiner ersten großen Auslandsreise in Afghanistan eingetroffen. Er will mit der afghanischen Regierung sprechen, aber auch den deutschen Soldaten den Rücken stärken. Erst vor wenigen Tagen hatte der neue Verteidigungsminister von kriegsähnlichen Zuständen in Teilen Afghanistans gesprochen. Von den 4.250 im Land stationierten Bundeswehrangehörigen sind bisher 36 Soldaten im Rahmen des ISAF-Einsatzes gefallen. Guttenberg forderte die afghanische Regierung auf, klare Ziele zur Stabilisierung des Landes zu benennen. Wir haben uns eng ausgetauscht, auch über die Frage der Nachbarschaft mit Pakistan und natürlich über den deutschen Beitrag, den wir in Afghanistan leisten. Ich habe auch darauf hingewiesen, wie wichtig es für uns ist, dass die neue afghanische Regierung klare Zeichen setzt, dass auch die neue afghanische Regierung deutlich macht, dass man mit sogenannten Benchmarks arbeitet, mit Zielsetzungen, um damit auch eine Grundlage für unser Engagement entsprechend setzen zu können. Vom Erreichen dieser Ziele hänge auch das weitere Engagement der Bundeswehr in Afghanistan ab. Offensichtlich ist der neue Verteidigungsminister eher gewillt, klare Worte zu sprechen und deutlichere Forderungen zu stellen, als sein glücklicher Vorgänger Franz Josef Jung.